Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC-Bruder-Baustelle. Und wir fangen heute an mit Teil 1, mit unserem schönen Kommunalsprinter. Ihr wisst, ich habe ihn euch kurz vorgestellt. Ich habe hier mit dabei das Achsenset von Harztech. Und hier ist noch die Anleitung, die haben wir ausgedruckt. Und bevor wir aber an den Einbau gehen, müssen wir das ganze Modell einmal zerlegen. Wir hätten es vielleicht auch andersrum machen können. Ich finde es so einfach besser. Das heißt, in dieser Folge widme ich mich dem Auseinanderbauen des Ganzen. Ich hoffe, das bringe ich hin. Ich habe ihn selber noch nicht auseinandergebaut, aber ich bin mir sicher, es funktioniert wie bei den anderen Brudermodellen auch. Mit 1000 Clips, die irgendwo versteckt sind, die wir jetzt alle finden müssen. Und schauen wir mal, dass wir das Ganze möglichst verlustfrei hinbekommen. Ich baue hier kurz um, ihr dürft mir wieder über die Schulter schauen und dann legen wir auch schon los. So, hier ist das schöne Modell und jetzt fangen wir einfach mal an, ihn in die Einzelteile zuzulegen. Ich habe dazu mir einfach mal ein bisschen was parat gelegt, ein paar Schraubenzieher, Pinzette, ein bisschen Werkzeug. Ich habe hier mal so einen ganzen Konvolut an Zahnarztsonden mir besorgt und das hilft mir jetzt hier hoffentlich alles. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an. Besten mit der Pritsche. Lösen wir hier unten einfach aus. Das funktioniert wie bei den anderen auch. Einfach hier an der Seite ein bisschen reinhebeln. Dann ist die Pritsche auch schon weg. Was und ob und wie ich mit der weiterverfahre, das kommt noch auf. Die kann man gleich mal zur Seite legen. Das heißt, das war jetzt wirklich der einfachste Part. Kommen wir zu der Kabine und nachdem ich auch ganz viel Licht haben möchte, muss ich hier natürlich um einiges mehr entfernen bzw. öffnen. Schauen wir mal. Hier sind immer so diese Clipser. Ich weiß jetzt nicht, welche wann wo zu öffnen sind. Ich fange jetzt einfach irgendwo mal an. Hier hinten sind auch nochmal welche. Mal gucken, ob man das sieht hier. Und relativ einfach ist es immer, wenn man sie mit einem Schraubenzieher schon mal reindrückt und dann mit irgendetwas fixiert, damit sie nicht wieder zugehen. Dafür verwende ich jetzt hier die Sonden. So. Dann brauchen wir einen größeren Schraubenzieher. So. Das Gute ist, ich will es ja nachher wahrscheinlich nicht mehr genau so zusammenstecken, was für mich natürlich den Vorteil hat, dass ich jetzt auch unter Umständen die Nasen nicht alle behalten muss. Schauen wir mal, ob wir die Tür gleich noch rausbekommen. Die hat hier einen Anschlag. Mal, was sonst noch fest ist. Da ist sie eingehängt. Also ihr müsst im Endeffekt immer versuchen, so weit wie möglich natürlich hineinzugucken und zu gucken, in welchen bzw. an welchen Punkten das Ganze festhängt und dann vorsichtig aushebeln. So, die Tür ist draußen. Ich zeige euch das mal. Die war jetzt hier an diesen Nuppeln fest und das hier war der Anschlag, damit die Tür nicht zu weit aufgeht. Die habe ich einfach den hier geöffnet und dann hier reingefahren. So sieht es innen drin aus. Sieht man auf der Kamera wahrscheinlich ganz schwer. Die sind hier hinten eingehängt. Das gleiche mache ich jetzt gleich auf der anderen Seite. Dann sind wir die Türen nämlich auch schon los. So. Jetzt schauen wir weiter, welche wir hier noch finden. Ich sehe hier noch welche an der Seite. Die Frage ist, was die hier festhalten. Die halten hier die seitlichen Träger wohl fest. Die biegen jetzt auch mal ein bisschen auf.
Schauen gleich mal, ob man... Ah, da geht auch schon was weg. Okay. Mal gucken, wie viel oder wie weit. Also von der sichtbaren Karosserie will ich natürlich so wenig wie möglich beschädigen. Ah, das ging ganz gut. Okay. Mal schauen, das hängt hier jetzt noch irgendwo fest. Ist noch eine Nase drin. Ja, das lassen wir lieber mal, bevor wir es komplett zerreißen. Ah, so, jetzt da. Ich bloß eingehakt. Hätten wir einfach nach unten rausziehen können. Ich zeige euch das. Hier ist die Nase. Und das war hier in diesem Loch eingehakt. Ja, einfach nach oben rausziehen. Funktioniert das. So, machen wir das gleich auf der anderen Seite auch nochmal. Das ist jetzt schon eine abgebrochen. Aber Gott sei Dank ist das nicht so schlimm. Ja, die bauen das schon speziell fest. Ja. Na super. Das ist, glaube ich, auch gleich mit rausgeflogen. Das war zu fest, seht ihr? Das ist hier, an dieser Stelle ist es jetzt etwas aufgerissen. Schauen wir mal. Tja. Und hier ist die Nase abgebrochen. Das muss ich dann kleben, wenn ich ihn wieder zusammenbaue. Also, so leicht wie es auf der anderen Seite ging, geht es hier nicht. Oder ging es jetzt hier nicht. Und schwupp. Haben wir hier die Nase mit abgerissen. Dann schauen wir mal, dass wir den Rest hier irgendwie aufbekommen. Hier unten sind nochmal zwei Nasen, die ich sehe. Neben denen hier, wo schon was drin steckt. Hier vorne ist noch etwas. Jetzt werden wir mal schauen, dass wir die hier aufbekommen, damit wir die Kabine abziehen können. So. Die sind hier in Grau, das heißt, die werden jetzt hier, genau, die halten hier die Sitze. So, okay. Schauen wir mal auf der Seite. Nachdem wir hier eh die Nase abgerissen haben, ob wir das hier noch rausbekommen, beziehungsweise wie das hier befestigt ist. Also hier hängt eine Klammer drunter. Hier ist auch noch eine Nase im Radkasten versteckt. Okay. Die ist lose. Hier ist auch lose. Also, das heißt, wir müssen jetzt hier vorsichtig auch versuchen, dieses graue Teil zu entfernen. Die Frage ist, wie wir da hinkommen. Da das hier mit eingerastet ist. Also, dieser graue Part muss mit weg. Hier muss auch rausgezogen werden. Aber ich sehe jetzt nicht, wie wir hier reinkommen. Also man sieht hier innen drin, das ist schon mal lose. Hilft uns jetzt leider auch nicht weiter in dem Moment. Schauen wir mal. Hängt das hier im Schwarzen fest? Ja, ein wenig. Ich glaube aber, dass... befestigt. So, ja, komm raus. Es ist schon nur noch halb und kommt trotzdem nicht raus. Faszinierend. Also die Dinger halten richtig gut. Ah, okay.
Da sind wieder Haken, das heißt, wir müssen hier oben in dieses Loch technisch gesehen reinstecken, stechen, um das hier zu lösen. Und auf der anderen Seite mal gucken. Mit der dünnen Sonde hinein. Ob wir das damit so einfach geöffnet bekommen. Aber ich bezweifle es. Also ich werde jetzt das auch auf der Seite hier einfach wegmachen. So. Und das hier reinstecken. Jawohl. Denn ich weiß nicht, wie ich ansonsten an diesen Punkt hier kommen sollte. Wahrscheinlich ergibt dann alles einen Sinn, sobald die Kabine runter ist und man sieht, wo welcher Haken ist, ist das Ganze wahrscheinlich wieder furchtbar einfach. Ich glaube, wir machen jetzt auch mal die Räder raus. Dann sehen wir ein bisschen mehr. So, dann sehen wir hier jetzt hoffentlich ein paar mehr von den Befestigungen. Und die Räder müssen ja so oder so raus. Aber ich sehe hier jetzt auch nicht mehr. Doch, da hier. Hier sind wieder so Klicks, die wir öffnen müssen. Die Frage ist immer, zu welchem Teil sie gehören. Und in welche Richtung sie zu bewegen sind. Also, hier muss man auch oben reindrücken. Das heißt, auch hier will er, dass man von oben, will die Nase von oben gedrückt werden. Das hier haben wir jetzt raus. So schaut das Ganze jetzt aus. Das heißt, hier war die eine Seite befestigt, hier war die andere Seite befestigt. Ich habe jetzt von hier oben reingedrückt, dann ging es. Und hier ist ein Widerhaken. Das heißt, solange dieses graue Teil hier drin ist, geht der Rest der Kabine nicht runter. Und ich befürchte, dass das jetzt auch gleich so weitergeht. Das heißt, wir müssen jetzt hier vorne erst die Stoßstange runter bekommen, bevor wir die Kabine abbauen können. Denn wenn ich hier leicht dran ziehe, ist die noch richtig straff drauf, da bewegt sich noch nichts. Das hier war das Innenleben. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier die Haltepunkte sind und wie wir diese hier rausbekommen. So, also ich gehe mal hier davon aus, dass das hier Haltepunkte sind. Wir fahren jetzt hier mal ein bisschen rein. Das sieht man noch nicht viel. Das gehe ich jetzt an der Seite auch mal. Also es lässt sich wegdrücken, aber es ist noch starr dran. Ich sehe jetzt hier vorne, wenn ich reingucke, das sieht man wahrscheinlich furchtbar schlecht, hier auch nochmal zwei Haltepunkte, glaube ich. Ich
drück die jetzt mal runter, vielleicht löst das ja schon unser Problem. Ja, ich glaube, das war ein Sinn. Die jetzt nach vorne wegbekommen. Also es hat auch sein Gutes, gell? Also wenn man Kindern natürlich so ein Spielzeug in die Hand gibt, kann man sich sicher sein, dass die das nicht gleich komplett demontieren. Das ist natürlich für Eltern hervorragend, aber für uns natürlich immer etwas frimmelig, die ganze Angelegenheit. Also hier sind die Klammern auf jeden Fall offen. Dementsprechend sollte das auch dann funktionieren. Jetzt schauen wir mal, hier drüben ist glaube ich auch noch eine Klammer. Eine Klammer für jedes Loch, das ich sehe. Und ich sagte ja bereits, man muss einfach nur gucken, in welche Richtung sie sich bewegen lassen. Ja, geht schon etwas leichter. Vielleicht ziehen wir den mal hier außen rum. So, ich will hier jetzt eigentlich nicht noch mehr da unten rein verkanten. Auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass das genau der Punkt ist, wo wir es aushebeln müssen und können. Hier ist auch nochmal was. Die jetzt aber eigentlich nicht neu fahren. Mal, ob das jetzt hier... Ah! Hier schon mal ein bisschen weg. Okay. Vielleicht sehen wir das auch im Gesamten. Wenn wir hier hineindrücken. Zur Not gibt es einen zweiten. Hm? Wenn ich mal rausgefunden habe, wie man ihn öffnen könnte. Also, wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass es die hier sind. Aber wenn ich da hineinfahre, verbiege ich mir die komplette Stoßstange. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Also hier ist auf jeden Fall eingehakt. An dem oberen Teil. Ein bisschen reindrücken. Okay. Jetzt da. Jetzt geht das Ganze ein bisschen nach vorne. Also was ist passiert? Ich habe hier jetzt mal fester reingedrückt, diese schwarzen Nuppel, und mit relativ viel Kraft gehen die auch dort hinein. So, schauen wir mal, dass das hier alles offen ist.
Und hier haben wir ja nochmal. Der hier ist raus. Dann muss der hier jetzt auch noch raus. So. Also hier drüben ist relativ offen schon. Relativ gut offen sogar. Meine Mitte noch irgendwo klipsen. Meine größte Gefahr ist immer, oder meine größte Befürchtung ist immer, dass mir die Scheiben reißen. Dass wenn ich die auf Spannung kriege, irgendwo aus Versehen, dass die dann sagen, sie springen. So. Offen. Da ist auch offen. Den drücken wir nochmal rein hier. Klappe noch gleich mal raus. Und hier hinten, ne, da ist komplett die Scheibe eingesetzt. Die Scheibe muss also in einem Zug mit raus. Und das Cockpit auch. Das heißt, jetzt müssen wir irgendwie hier das Ganze nochmal voneinander trennen. Ob wir das noch rausbekommen. Jetzt da. Ach Gott. Jawohl, ich sehe schon. Lauter kleine Widerhaken. Das ist also jetzt wieder der sportliche Teil. Schauen wir mal, ob wir das eben auch öffnen können, weil jedes Mal, wenn hier ein Teil weiter aufgeht, geht es etwas leichter an den nächsten Punkt hinzukommen. Jetzt. Also man sieht es jetzt hier sehr schön. Hier sind jetzt hier und hier einzelne Clip-Befestigungen nochmal. Und an die kommt man jetzt so direkt nicht dran, so wie es ausschaut. Ist ja auch nicht vorgesehen, das Modell so wieder zu zerlegen. Von dem her auch verständlich. Jetzt dann. Schauen wir uns jetzt gleich das Ganze nochmal in der Fassung an. Also hier haben wir die Stoßstange, die ist jetzt hier oben eingeklipst mit den zwei Clips. Wenn ich da jetzt reingefahren wäre, wäre schon möglich gewesen, aber ich hätte mir wahrscheinlich hier ganz extrem dazwischen alles verkratzt. Ein paar Kratzer hat er eh schon abbekommen. Hier innen drin waren Clips. Hier vorne waren die Clips drin. Hier oben, wie gesagt, die zwei. Hier innen drin war es in einer Schiene eingeklipst. Und hier unten saß es einfach arretiert. Das gleiche schauen wir uns jetzt hier nochmal an. Das heißt, wir hatten jetzt hier die.
Hier in dieser Rinne war die Stoßstange befestigt, war hier eingeklipst, hat also sozusagen die ganze obere, das ganze obere Teil gehalten und war nochmal hier unten befestigt und eingehakt. Hier auch nochmal ein der Klipser, so, hier und hier. Und da hing jetzt das ganze Gestell dran. Schauen wir, dass wir das so irgendwie hinunter bekommen. Da unten ist noch ein Clip, der hält, was auch immer er hält. Ah. So. Also hier unten ist auch nochmal einer im Radkasten. Den muss man von hinten nach vorne biegen. Der ist recht streng drin und der hält die Scheibe fest. So. Jawohl. So einfach geht's, wenn man weiß, wo die Clips sind. Räumen wir hier ein bisschen zusammen. Dann haben wir noch unten unsere Sitzbank. Die bauen wir auch noch schnell aus. Wo sind hier die letzten Clips? Sitzen irgendwo da vorne. Hier vorne irgendwo eingeklipst. Jetzt mal hier. Mal von außen sehen wir nichts. Das war der hier. Der hier. So. So. Jawohl. Also hier war es auch nochmal eingeklippt. Hier unten. Unsere Sitzbank. Ein bisschen zusammen. Unsere Unterseite. Wunderbar. Schon fast startbereit für den nächsten Umbau. Bauen wir hinten die Achse noch aus. So, das untere Stück haben wir auch fertig. Das waren unsere Seitenschweller. Stoßstange. Dachluke. Türen. Schauen wir mal, dass wir hier die letzten Clips noch rausbekommen für die Beleuchtung etc. Dass wir hier einfach auch den Platz haben. Das Cockpit können wir eigentlich drin lassen. Ich schaue jetzt nur, dass ich die Scheinwerfer ausgebaut bekomme. Auch hier sind wieder kleine Clips. Hier an der Seite. Und den müssen wir nur versuchen, den so weit aufzubiegen, dass er rausrutscht. Hängt er nicht dran? Hängt der wirklich nur an diesem einen Clip? Okay. Jawohl, der hängt wirklich nur an dem einen Clips. Hier haben wir dieses wahnsinnig schöne Lampenglas. Also das gefällt mir irre gut. Macht das her. Wird auf jeden Fall verwendet. Andere Seite genauso.
So, halt das Lampenglas. So, lass ihn jetzt erstmal stehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. So, es ist vollbracht. Der Sprinter liegt in seinen Einzelteilen da. Wir haben die Kabine, wir haben die schönen Lampengläser, Türen und das ganze andere kleine Zeug. Das Wichtigste natürlich jetzt als nächstes, unser Bodenblech. Und genau, damit geht es in der nächsten Folge im Endeffekt auch schon weiter. Das heißt, wir werden hier dieses Antriebsset verbauen. Und da seid ihr natürlich auch wieder mit dabei. Parallel dazu mache ich mir Gedanken, was mache ich mit meinem Licht? Ich habe ja schon gesagt, ich will Blinker, ich will Warnblinkanlage, ich will oben den Dachbalken haben, ich will Frontblitzer, auf jeden Fall Frontblitzer haben, hinten Beleuchtung haben. Ja, es kommt noch wahnsinnig viel hier mit dazu, diesmal viel, viel Elektronik, was auch gar nicht so schlecht ist. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema Licht noch nicht so weit auseinandergesetzt bisher. Finde ich mal ganz spannend. Also ich habe auch schon ein bisschen geguckt, was es so gibt, was für Möglichkeiten ich habe. Und ein paar Sachen sind auch schon unterwegs, die ich mal testen möchte. Und dann schauen wir uns das einfach mal gemeinsam an, was Sinn macht, was passt überhaupt dazu, was gefällt mir und wie bringen wir das Ganze auch vor allem ins Modell. Ja? Freut mich, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge und bei vielen weiteren natürlich auch. Und bis bald! Thank you.